Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Dickheads Challenge. Wir sind hier wieder bei unserem Jake und seiner süßen, kleinen oder eher großen inzwischen Familie. Er ist noch dabei, über Werwölfe nachzuforschen, weil das zu seiner Mission dazu gehört. Also er muss natürlich auch ein bisschen selber mitdenken und nicht einfach nur stumpf Befehle befolgen. Und ja, und weil es halt um die Magier geht in der Vergangenheit, um die er sich ja auch größtenteils kümmern muss, und die Werwölfe stehen damit in Verbindung, das weiß er aus alten Legenden, deshalb übernimmt er das auch mit und forscht danach, weil da bald etwas anrücken wird. Und er hat was rausgefunden aus dem Buch. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein Alpha, der ein gutes Rudel anführt, hey, ich bin nicht fertig, der ein gutes Rudel anführt, sich nach seinem schicksalhaft verbundenen Gegenstück umsehen muss. Bist du schon fertig, Jake? Nein. Ich nehme dir den Ball jetzt weg, das nervt. Es gab damals ja sicher schon Bälle, aber ob es auch Fußbälle gab, weiß ich nicht. Also mit dem Muster, aber ich verkaufe den jetzt, weil ich kann ihn nicht verkaufen. Weil der nervt. Warum kann ich den nicht verkaufen? Ich kann ja alles Mögliche verkaufen. Ein wertloses Bild, aber nicht den komischen Ball. Ich weiß nicht, wieso das nicht will. Oh, hier haben wir noch ein Schulprojekt. Weg damit. Wir haben zwar noch andere Bücher, aber ich würde gern erstmal das hier ganz gründlich lesen mit Jake. So, Jake ist ja überhaupt nicht müde, weil er hat so einen Trank genommen für seine Bedürfnisse. Du liest irgendwie heute gerne hier bei deinem Kind und ja, du willst aufpassen, hm, auf deine zwei Kleinen. Er denkt heute aber viel an Emma. Oh, Emma verhungert fast. Gibt es hier noch was zu essen? Reste gibt es sogar noch. Du kannst dann auch Reste nehmen. Wieder nichts rausgefunden? Es nervt, dass sie das Buch danach immer wegräumen. Ist zwar schön, dass sie aufräumen, aber das können sie doch auch später machen. Ich will doch das Buch nochmal lesen. Wäre schön, wenn man anklicken könnte, lesen und danach wegräumen oder lesen und nichts weiter. So, Eliana ist wach, holt sich ihr Essen. Schön. Oh, wir haben was gefunden. Mach mal hier Pause. Hör auf zu heulen, Mitzi. Hab ein wenig Mitleid mit meinen Nerven. Du sorgst dafür, dass ich mich verwandle und dann reiße ich alles in Stücke. Mitzi hat kein Gefühl fürs Heulen, sagte ihr Vater. Sie hat kein gutes Timing. Ich heule nicht zu meinem eigenen Vergnügen, antwortete Mitzi verdrießlich. Okay, das sind Informationen, die wir irgendwie nicht brauchen, aber okay. Ja, geheime Sprache, bla bla. Das kennen wir leider auch schon. So, Emma hat gerade gegessen und räumt brav ihr Geschirr ab und ich glaube, wir müssen für die Zwillinge kochen. Ah nein, müssen wir nicht. Wir haben noch. Oh. Lumi hat ganz doll Hunger und wir wecken sie am besten auf. Wir tun ihr mal das Essen hier in Inventar. Ich muss mir mal angewöhnen, Reproduktion zu machen. Das vergesse ich immer. Wie viel ist hier drin? Ich kann es gerade nicht sehen. Aber ich glaube, zwei waren es. Lumi, isst du mal. Jack hat nur ein bisschen Hunger. Wo gehst du jetzt hin? Du wirfst ja was weg. Und das Buch hast du wahrscheinlich ins Regal gestellt, hoffe ich mal. So, sammel Schnee. Nein, Emma, du darfst dich um Rat bitten. Du könntest aber mal hier aufs Klohaus gehen. So, heute ist Sonntag. Eliana hat frei. Ja, Eliana, du könntest doch mal dein Projekt weitermachen. Und die Emma dann auch. So, Lumi, hat das zu essen? Ja. Ja, du bist hier schön am Essen. Kannst du eigentlich auch schon allein aufs Töpfchen? Nee. Ja, wow. Oh, dir ist kalt. Ja, wir ziehen dich dann um. So, dann kannst du Outfit ändern. Und dann kannst du mal um Töpfchenhilfe bitten. Frag mal die Avri bitte, weil der Jack muss ein bisschen was machen heute. Aber du kannst auch mal so ein Gericht nehmen. Okay, da ist immer noch was drin. Aber Sigrus hat jetzt nicht so doll Hunger. Ah, immer noch zwei ist ja drin, okay. Haben es nochmal in den Schrank gestellt. Hoffentlich hält es noch durch. Ach, hier draußen ist Avri, deswegen gehst du raus, Lumi. Ja, es passt doch, dass hier immer so schön Schnee liegt. Hilfst du mir aus Töpfchen? Ja, sie nimmt dich mal mit. Ist es schon fast wie die Mutter für alle Kinder geworden und die andere auch. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und du wolltest dein Kind anschauen, Jake? Nein. Wo hast du das Buch jetzt wieder hingetan? Ist es hier im... Ja, hier ist es drin. Schau hier.
Aber vielleicht müssen wir mal ein anderes Buch nehmen. Da scheint er nicht alles lesen zu können. Das können wir schon mit dem Mitzi. Oh. Hildebert Harvest findet Jack Fox klasse und möchte beste Freunde werden. Okay. Das ist ein Werwolf, den wir auch kennengelernt haben bei der letzten Folge. Oh, Sirius hat eine Denkfähigkeit erworben. Oh, du musst gebadet werden, Sirius. Und jetzt hast du Hunger, dann isst du. Oh nein, jetzt ist das Essen schlecht geworden. Wir kommen gleich, Sirius. Ja, Eliana hat fertig das Projekt, das ist schön. So, Jack räumt jetzt kurz das auf. Dann kannst du hier aussortieren. Dann musst du für den kleinen Sirius leider kochen. Ja, wir können leider nur wieder Froschbrühe und sowas machen. Ach, das hier ist verdorben, was wir mitgenommen haben von den Werwölfen. Wieso kann ich die denn nicht alle auf einmal wegwerfen? So, dann schmeißen wir die halt weg. Schade, dass die so schnell schlecht geworden sind. So. Der Jack hat nicht aussortiert. Eliana, kannst du das machen? Wir müssen euch auch mal ein bisschen Konfliktlösung beibringen. Ja, das macht Jack gleich mal. Ach, du wirst schon gebadet. Sehr gut. Was macht die Lumi? Nichts. Komm doch hier mal stapeln, Lumi. Nein, nein, Emma, nicht da um etwas bitten. Tu das in Inventar. Die Eliana tut das in Inventar. Eliana muss auch noch mit Spielsachen spielen. Dann spielst du hier mit dieser Puppe noch. Emma hat es fertig, sehr schön. Dann kann... Ah, Emma, hör auf, immer um Rat zu bitten. Wir nehmen das, was Konfliktlösung gibt. So, dann gehst du Doktor spielen. So, Sirius wird noch gebadet. Ja, schön. So, jetzt hast du Hunger, aber warte. Du kannst doch hier gleich aufs Töpfern, wenn du schon hier bist. Wer macht da Techtelmechtel? Jake, mit wem und wieso immer im Bett von deiner Tochter? Also du musst ja die Laken wieder wechseln, Jake, das geht gar nicht. Mit dem? Okay, aber es sollte nichts mehr passieren. Jake kann keine Kinder mehr bekommen. Also bekommen, glaub ich schon, aber nicht auf die Welt bringen. Okay. Ja. Wieso nicht? Ja, ja. Na, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann könntest du doch mal hier mit deiner Kleinen reden und bring ihr bei Entschuldigung zu sagen. Und Manieren hat sie zwar, glaube ich, schon recht hoch, aber kannst du auch gleich machen. So. Emma spielt in der Zeit mit dieser schönen Puppe, weil deine Empathie sieht nicht so gut aus. So, Jack erklärt dir jetzt ein bisschen die Manieren und so. So, Sirius hat Hunger. Genau, du holst dir das jetzt. Ich klicke das jetzt aber mal selber an, damit es da nicht weggeht, wenn ich ihm was Neues als Aufgabe gebe. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne, immer doch. Für sowas haben wir immer Zeit. Tja, Jake hat schon einen sehr vielfältigen Geschmack. Ja, du bist wütend, aber es gibt jetzt Essen. Du hast es gleich geschafft zu deinem Essen. So, das tun wir schnell in den Schrank rein. So, sonst steht sie nicht so rum. Wie geht's denn der Lumi? Du bist am Spielen. Das ist schön. Wie weit bist du denn hier mit Fantasie? Level 2. Denken hast du auch schon. Kannst du dich schon selber formen? Nein. Aber du kannst hier mal, was ist das, machen auf die Sachen. Was ist das? Dann kriegst du nämlich hier auch die Denkfähigkeit. So, und mit der Eliana bist du wohl fertig. Dann bringst du ja nochmal hier bei. Bitte und Danke sagen. Entschuldigung sagen. Oh, Lumi redet mit ihrem Bruder. Hier ist aber viel los in dem Zimmer gerade. Emma spielt Geige? Okay. Ja, es wird schon langsam besser, Emma. Na, Eliana, wird schon. Wie sieht's denn hier aus mit deiner Erziehung? Manieren ist schon fast voll und Konfliktlösung geht langsam. Oh, Lumi, du sitzt hier nur rum. Ist Sirius weggegangen? Kannst du nochmal, was ist das, machen, damit das hochgeht bei dir? Geht das auch bei der Badewanne? Ja, was ist das? Beim Schrank kann sie kein Was ist das machen, aber hier kannst du Was ist das machen. So, wieder fertig, Jack. Eliana, du bist heute wohl sehr fit. Dann kannst du ja nochmal ihr das beibringen. Tja, bringst du dir Eliana das bei? Sie hat irgendwie gerade keine Lust, aber da muss sie durch. So, Lumi, wie sieht's bei dir aus? Hat nicht so viel gebracht, das anzuschauen. Oh, du bist müde. Jack ist in deinem Bett. Kannst du trotzdem schlafen? Probier's mal. Sirius ist noch nicht ganz so müde. Der darf gerne spielen und ihr Spielzeug essen. Ja.
Jack nimmt sich heute mal schön Zeit für seine Kinder. Liana, du bist hier noch nicht fertig. Wir müssen hier noch weiter deine Konfliktlösung und deine Manieren auch noch ein bisschen vorantreiben. Auch wenn du keine Lust hast. So, die Avery hat sich auch gerade gebadet. Er hat gerade nichts zu tun. Wenn ich ihr nur sagen könnte, dass sie dem Sirius die Karten, dass sie ihm das mit den Karten beibringt. Das macht sie leider nicht. Ah doch, hier Flashkarten Grundbedürfnisse lernen. Sirius, kannst du sie mal fragen, ob sie das mit dir macht? Weil der Papa hat gar keine Zeit. So, Avery, bringst du mir das bei? Jo, sieht gut aus. Wo geht ihr denn hin? Sprechen. Ach, im Bad willst du jetzt mit ihr reden? Okay. Na gut, sie stand vorhin dort wahrscheinlich deswegen. Bringst du mir die Bedürfnisse bei? Oh, das ist nett von dir. Emma hat noch nicht genug von der Geige? Dass Lumi hier schlafen kann, wenn Jack hier so redet? So, wir spulen mal vor. Oh. Jetzt hat das zweite abgebrochen. Das passiert manchmal. Manieren, ja, Manieren hat noch Zeit. Eine schaffst du noch. Machst du noch einmal Konfliktlösung. Weil die Manieren, die gehen dann auch hoch, wenn sie freundlich sich den Leuten vorstellt oder wenn sie das Geschirr abwäscht und so weiter. Wir müssen dann auch wieder auf den Hexenkessel sparen. Den haben wir auch nicht mehr. Müssen wir dann wieder kaufen und machen wir dann so einen Schuppen oder so im Garten. Aber Jack braucht ihn gerade nicht so dringend. Und die Kinder sind noch nicht alt genug, um zu zaubern, von daher. Sehr schön, Eliana, machst du das. So. Ist zwar noch nicht ganz voll, aber es sieht schon besser aus. Na, eine fehlt nur noch. Kann man das auch machen? Hoffen wir dann nur, dass sie nicht um Rat fragt und das dann wieder runter geht. Eine schafft er noch und dann geht die Eliana mal aufs Klo. Ja, auf unser schönes Plumpsklo da draußen. So, Lumi, hör mal auf mit Schlafen. Nicht, dass du mit uns hier zu viel schlafst, weil sonst kannst du nachts nicht schlafen. Ja, ich habe dir das Essen hingestellt, weil du Hunger hast. Ja, Eliana hat es geschafft mit der Konfliktlösung. Hat Sirius Hunger? Nö. Du holst wieder hier rein. Ja, Lumi, aber jetzt ist besser. Und du redest mit deinem Bruder, das ist schön. Du kannst gern mit ihm brabbeln und dir lustige Gesichter machen. Emma hat auch mal Hunger. Isst du schon mal was, Emma? Dann kann Jack vielleicht bei dir auch noch ein bisschen dich erziehen. Und Jack geht dann erstmal kurz baden. So, geht dir runter. Wo geht es die Rüstung hin? Um Flashkarten bitten. Oh, und das freiwillig, obwohl du ganz müde bist? Lumi, wie geht's dir? Nee, lass den Papa. Der Papa muss sich gleich um Emma noch kümmern. Mir wäre eigentlich lieber, wenn der Sirius ja schon aufs Töpfchen und dann ins Bettchen geht. Und dass Lumi die Avery um Flashkarten bittet. Flashkarten. Bedürfnisse bitte. So. Die Emma hat ja gerade Zeit. Nee, du machst keine Liegestützen. Du gehst jetzt mal zu der Emma und sie muss jetzt auch da durch, wo gerade die Eliana durch musste. Entschuldigung und beibringen sagen und halt manieren. Heute ist Erziehungstag. Ach, unser Essen ist schon wieder verdorben. Eliana, du kannst schon mal das Essen aussortieren. Ja, und danach kannst du spielen. Und du nimmst eine schnelle Mahlzeit. Gibt es das hier, wenn man abseits des Netzes hat? Nein, gibt es nicht. Ja, Jack, mach gleich was. Wir machen hier einmal die Runde noch bei Emma und dann wird der Jack ja was kochen. Und was werden wir kochen? Wahrscheinlich wieder so ein Selbstversorger-Eintopf. Tja. Nein, Lumi, keine Sauerei. Wenn du schon nicht mehr mit ihr machen willst, weil du müde bist, dann frag sie doch mal, ob sie vielleicht dich ins Bett bringt. Kannst du sie fragen, ob sie dich ins Bett bringt? Nein. Ja, dann geh selber ins Bett, Lumi. Du bist schon groß. Unsere Kinder sind immer sehr schnell selbstständig. Ab geht's. Ja. Ach so, Avery ist selber müde. Die geht jetzt auch ins Bett. Oh, Eliana. Schön, dass du hier bei uns bist, wenn wir kochen. Ja, du hast Hunger. Du kriegst gleich Essen. Schau, wir sind jetzt schon am Kochen. Oh, wir haben so liebe Kinder. Unsere Kinder aus der Familie, die sind alle so lieb. Die einzige, die schwierig war, Marceline. Aber die ist ja eigentlich auch eine Liebe. So. Nimmst du hier auch mal ein kurzes Bad, Emma? Und dann ist es schon 23 Uhr. Das hier tun wir mal checken im Inventar. Das ist eine schöne Zeichnung. Und dann gehst du auch mal schlafen. So, die Laken hier von der Eliana sind gewechselt. Eliana geht auch ins Bett. Die Afri hat es gewechselt. Die Arme.
Das tun wir hier rein. Müssten ja alle versorgt sein. Ja. Gute Nacht, Eliana. Jack ist zwar nicht müde, aber du kannst ja einmal noch lesen, würde ich sagen. Und danach kann er auch ins Bett. So, nochmal das Buch lesen. Aber ich glaube, aus dem Buch kommen jetzt keine neuen Infos mehr. Wir probieren dann mal die anderen. So, spulen wir mal vor. Ja, du denkst dann, Eliana, hast heute auch viel Zeit mit dir verbracht. Es ist allgemein anerkannte Tatsache, dass ein Alpha... Ach so, das können wir schon. Oh, diese Vorsprühe macht immer so fit, also energiegeladen. Okay, tu das Buch weg und dann gehst du auch ins Bett, Jack. Wir haben Kindesunterhaltszahlung bekommen, das muss ich wieder schnell wegmachen. So, zu der Zeit gab es sowas nicht. Kindesunterhaltszahlung meine ich. Jack muss gleich zur Arbeit. Schön, Eliana ist wach. Dir geht's gut soweit. 5 Stunden Instrumente spielen, dann kannst du gleich damit anfangen. Hier vor der Schule kannst du noch üben, bitte, Eliana. Warum geht das nicht? Ich tue sie dir hier hin. Schau, geht das jetzt? Als ob. Hier ist doch so viel Platz. Und wenn ich sie beim Check reintue, hier geht's, okay. Naja, komisch, dass es vorhin ging und an der gleichen Stelle und dann plötzlich nicht mehr. Dann übst du halt da beim Papa im Zimmer. Emma will frühstücken, ja, kannst du machen. Ist ja bloß ein Selbstversorger-Eintopf. An wen willst du denken? An Eliana. Oh, Jack denkt zu viel an seine Kinder momentan. Dann putz die Zähne, wenn du warten musst, Jack. Dann hast du ein gutes Gefühl. Was hast du denn hier für ein Merkmal? Wachsende Macht wegen Aufstieg als Magier. Bist du aufgestiegen? Du hast deine Macht so sehr erhöht, dass deine Zauber... Hey, wieso geht das immer weg? Dass deine Zauber und Tränke erfolgreicher sind. Das Risiko wegen Überladung, den Löffel abzugeben, ist gesunken. Wir haben doch schon den höchsten Rang. Und wir haben aber 2 Punkte bekommen, woher auch immer. Wir haben nur noch das und dann haben wir alle Talente. Wieso kriegen wir noch weiterhin Punkte? Kriegt man die unendlich oft anscheinend? Wir können davon gar nichts mehr kaufen. Sirius ist hungrig. Oh, hier warte. Jack muss zur Arbeit. Ich stelle hier was zu essen raus. Ich habe es auf den Boden gestellt, das wäre ein Hund. So, Lumi kann auch gleich essen. Eliana, du musst zur Schule. Emma ist schon unterwegs. Jack ist schon weg. Gut, aber dann gehen aber die Kinder gleich weg, oder? Oder bleiben die hier mit der Butler-Dame? Ne, die müssen ja nicht hier bleiben. Du bist traurig, weil kalt und so weiter. Oh. Schau, ich habe dir was anderes angezogen. Aber wenn du jetzt traurig bist, weil du allein bist, kannst du ja hier mit ihr reden und spielen, oder? Yes. Lumi ist danach auch dran, die isst jetzt noch schnell was, solange wie der Sirius Aufmerksamkeit bekommt. Da steht dran, mit Fremden reden, aber Avery ist keine Fremde, sie ist... Wie eine Mutter für die Kinder. Sie kümmert sich um die. Die Kinder haben sie eigentlich auch sehr gerne. Ja, Sirius, freunde dich noch ein bisschen mit ihr an. Wir haben Rechnung bekommen. Ja, Jack bezahlt sie, wenn er wieder da ist. Ah, oh, hier wird gespielt. Oh, Lumi, du siehst furchtbar aus. So, wenn er gespielt hat, geht der Sirius hier mal aufs Töpfchen. Und Lumi kann um Schaumbad bitten. Oh, Klasseninterview. Emma ist die Klassenbeste. Emma? Unsere Emma? Und soll heute von der ganzen Klasse interviewt werden. Sie ist ziemlich aufgeregt und ein Kind fragt, warum schreibst du immer nur Einsen? Soll sie sich eine kluge Antwort ausdenken oder einfach ehrlich sein, wie die Lehrerin es ja gesagt hat? Ich denke, Emma ist eine, die so ein bisschen rumblödelt und witzige Antworten gibt. Emma findet ihre Antwort gar nicht so lustig, aber aus irgendeinem Grund fallen ihre Klassenkameraden fast von den Stühlen vor Lachen. Wow, was für ein Publikum! Emma hat definitiv den Vogel abgeschossen. Das ist schön für dich, Emma, dass du einen schönen Tag hast. So, badest du mal die Lumi? Die sieht hier schon steindreckig aus. Avery, badest du mich? Ja. Bad bitte. Wenn die immer sagen, ah ja, ja, ja. Bade mich. Sirius geht aufs Töpfchen. Oh, die Aufmerksamkeit ist aber nicht schön hoch. Dabei hat sie gerade mit dir eine Stunde gespielt. Vielleicht muss es durch die Eltern sein, nicht nur andere Leute, die hier wohnen. Oh, Lumi freut sich, dass sie gebadet wird. Sie spielt aber, glaube ich, gerne in der Badewanne, weil sie so ein fröhliches Kind ist. Ja. Und der Sirius ist ja schon ein ganz großer. Du kannst da mal formen gehen. Oh. So, die Lumi ist fertig. Dann gehst du... Nein, du fragst mal nach Töpfern zuerst. Du kannst nachher tanzen, Lumi. Du machst hier sonst in die Windel. Dann wirst du noch wieder dreckig. So, du spielst erstmal alleine. Gibst du mir auch noch aufs Töpfern? Was hat 288 gekostet? Vermutlich
das Gehalt für Avery. Schon ganz schön teuer. Ich hoffe, wir können es uns leisten auf Dauer. Sehr schön. Wenn du das gemacht hast, spielst du bitte mal. Und Tante Sirius soll mal ein bisschen Zeit mit Avery verbringen, dass er auch sich wieder besser fühlt. Du kannst ja aufhören zu spielen, Sirius. Jetzt spielt Lumi ein bisschen alleine und du kriegst hier Aufmerksamkeit von der Avery. Sagst du, erzählst du mir eine Geschichte über einen Marienkäfer und eine Socke? Oh, er ist so traurig. Jetzt erzählt sie ihm wohl eine Geschichte. Seine Aufmerksamkeit geht auch nicht wirklich höher. Vielleicht mag sie dir Tiere beibringen? Ist das besser für die Aufmerksamkeit? Nö, ich glaube, Aufmerksamkeit ist bei den Kleinkindern sozial. Aber es geht auch nicht hoch, wenn er mit ihr redet. Das hat er vorhin gemacht. Vielleicht muss sie sich wirklich um ihn kümmern, aber er hat ja sonst nichts. Außer ins Bett. Sag ihr, aber sie sollte mal eine gute Nachtgeschichte erzählen. Dann kannst du hier deinen Nachmittagsschläfer machen. Das geht wohl nicht. Wieso nicht? Bringst du ihn wenigstens ins Bett? Nö. Oh, aus dir ist dein Schlaf noch ein bisschen. Und wenn der Jack wieder da ist, dann tut er sich ein bisschen um dich kümmern. So, und Lumi soll auch mal eine Kochen hier machen. So, die Kinder sind wieder da. Hier ist ein Fuchsilein. Verjagen, betrachten. Ja, betrachte ihn doch mal. Fitz heißt der. Blume geben. Gib ihm mal einen Eisenhut. Vielleicht mag er das. So ein süßer Fuchsi. Oh, Emma, du musst reingehen. Aber erstmal zieh dich hier was. Zieh dir was Warmes über. So, das ist auch gut. Ja, dann mach du doch schon mal Hausaufgaben. Schreibe dein Tagebuch und danach kannst du machen, was du willst. Oh, Eliana will das Töpfchen putzen. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist aber nett, dass du das machst. Dann muss Jake es nicht machen. Und dann kannst du mal baden. Auch wenn du dich unwohl fühlst, weil ihr immer nur lauwarm baden könnt. Tja, so ist das halt. Ihr könnt froh sein, dass es überhaupt lauwarm ist. Normalerweise wäre das kalt. So. Emma ist ja ganz fleißig. Eliana kann ja danach auch mal Hausaufgaben machen. Und hier über Stress schimpfen, wenn sie dann überhaupt noch gestresst ist bis dahin. So, Jack sollte ja auch gleich heimkommen. Da ist er. Dann wecken wir unsere Kinder wieder, weil die sollen hier nicht die ganze Nacht dann wach sein. So, dann könnte Lumi schon mal stapeln. Ja. Sirius, stehst du auf? So, und wir kümmern uns jetzt um den Sirius. Na, Sirius? Willst du was mit Papa machen? Oh. Sei mal eine lustige Geschichte. Oh, die Umarmung hat ihm aber schon viel geholfen. Vielleicht auch Geschichte noch, auch wenn er hier so rumsteht. Dann lassen wir Jake ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen. Dann ist die heutige Folge auch schon wieder an ihrem Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute eine etwas entspanntere Folge mit Familien-Gameplay. Und ja, wir sind schon gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!